uns jetzt durchs ganze Schiff gekämpft. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Und da ist er. Und da ist auch Victor. Legen wir los. Victor ist da, aber ich sehe den Schlüssel nicht. Jetzt sehe ich den Schlüssel. Ist ja gut. Ja, mehr Relikte. Ich brauche viel mehr Relikte. Bin schon halb kaputt. Unkonforme Architektur. Uah! Die Verstecke kennt man einfach als Pro-Gamer. Man kennt sie einfach. Na gut, die sind auch recht einfach zu finden. Ja, auch fertig. Zeitdehner. Nice shit. Das heißt jetzt... Was heißt jetzt Zeitdehner? Nicht kleiner machen. Oh Gott sei Dank. Weißt du, der könnte doch alle seine Teile eigentlich komprimieren. Oh oh. Warum hört eigentlich Victor nicht diesen Lärm? Oh Mann. Schön, dass die jetzt auch Relikte freigeben. Boah, Glück gehabt. Wo ist er denn? Wir sind doch schon längst da, oder? Sehr schön. Eine Falle. Richtig erkannt. Katrina ist tot. Und das nur wegen eurer belanglosen Einmischung. Und jetzt seid ihr dran. Es ist nicht zu spät, Victor. Wir können es beenden, bevor das alles komplett außer Kontrolle gerät. Niemand sonst muss noch sterben. Es reicht. Irgendwann sterben wir alle mal. Wäre Katrina bei der Verwirklichung unseres Traums gestorben, sie hätte ihren Tod sogar begrüßt. Aber so starb sie vergebens. Wie sie jetzt auch. Adieu, Doc. Schau mal da. So viel Kämpfe umsonst. Die zwei übernehme ich. Alter. Doktor, du bist hier. Hab's versprochen. Darf ich kurz vorstellen? Das hier ist mein Assistent Lucas. Hallo,
Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Das ist Mac. Wir hatten neulich zu viel zu tun, um richtig Hallo zu sagen. Sehr erfreut. Meine Liebe, wir haben es leider sehr eilig. Aber die Welt könnte enden, wenn wir nicht schnell zur Troctomide gelangen. Sind noch irgendwo intakte Luftschiffe übrig geblieben? Wie wäre es hiermit? Das war mein letztes Projekt für Gandahar, bevor ich erfuhr, was er in Wahrheit vorhatte. Das ist brillant! Und erst die Waffen! Schön! Können wir gut gebrauchen. Aber Doktor, es gibt ein Problem. Die Kobolde haben ja alles mitgenommen. Ich habe keine Relikte, um den Motor zu starten. Das dürfte kein so großes Problem sein. Nack, wärst du so freundlich? Ach, schön. Tja, den kennen wir schon. Hat es getan. Alter. Huch, was war denn gerade mit den Pixeln los? Ich sehe da unten schon etwas, was ich nicht gerne sehen wollte. Ich habe keine Ahnung, wie man bei dem vorgeht. Jawohl. Hey Digga. Danke. Ach so, so geht's natürlich auch. Hallo. Jawohl. Da lang? Oder da drüben?
Ach nee, hier geht ja gar nicht mehr. Oh, gemein. Gut, dann geht's hier lang. Hey, ihr Nigger. Oh. Warum war über die Hälfte der Kampfgrafik nicht zu sehen? Oh Mann, das hätte man so schön in der Tastenkombi reinbringen können. Mit Schutzschild? Echt jetzt? Geh weg! Kümmere dich um den anderen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so weit, dass das so einen Radius hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Ah, ich hasse den. Wo ist eigentlich unsere Megakugel? Würde ich gerne mal wieder sehen. Vor allen Dingen, ist das vielleicht unser Vater? Nein, nein. Ich glaube, dieser Gedanke ist jetzt zu weit hergeholt. Noch größer! Noch größer! Ich hatte meine Hände gerade nicht am Controller. Lauf, 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 lauf. Oh shit. Lauft! Komm. Toll. Ach, da oben geht's lang. Ich höre irgendwas. Ach ja. Da lang ist eine scheiß Idee. Ach nee, da lang ist eine gute Idee. Kacke. Ich trau mich jetzt gar nicht da. Lang zu laufen. Ach, die machen ab und zu. Geil sehen die Teile schon aus, ne? Muss ich echt zugeben. Schnauze. Keine Specials. Mal sehen, wo wir in der nächsten Folge hinkommen, ob wir auch Mr.
Die fette Kuh. Zwei vor. Oh, Gottes Willen.